Der Rufen. Der Rufen. Mann, das geht mir jetzt schon auf den Sack selber. Hallo Leute, na, ich bin hier oben. Ich kann mit dem Grisco noch andere Sachen machen, wie ihr seht. Zum Beispiel, ein Poster aufhängen. Nein, Quatsch, das ist ebenfalls mit Greenscreen-Technik möglich, so Hintergründe. Mich würde interessieren, wie ihr sowas finden würdet. Solche Art von Hintergrund, würde mich sehr interessieren, was ihr dazu sagen würdet. Wenn ihr den Greenscreen auch andersweitig verwendet, beziehungsweise für sowas. Nein. Ja, so verwenden würde. Ob das vielleicht cooler ist oder lamer oder auch cool ist oder... Schreibt mir das mal in die Kommentare, beziehungsweise lasst uns eine Bewertung da. Ebenfalls habt ihr mitbekommen, dass bei diesem Part höchstwahrscheinlich das Intro wieder war, ne? Da ich ja so ein bisschen viele Nebenprojekte gemacht habe, dies, das. Ich aber wahrscheinlich so ein bisschen wieder mehr Minecraft-Bock habe. Und wenn ich dann Minecraft mache, würde ich halt gerne bei PvP-Sachen vielleicht das Intro wieder machen, ne? Da würde ich vielleicht dann, Intro so laufen lassen. Oder halt mit einer Szene davor, wie ich vielleicht jetzt auch habe, also benutzt habe, wahrscheinlich benutze ich wieder eine. Dann würde ich natürlich darauf achten, dass ihr nicht zu krass spoilert. Irgendwie Szenen, die lustig sind, aber nicht zu krass spoilern, vielleicht sowas. Dann das Intro, müsste ich mir überlegen. Am liebsten hätte ich noch so ein Ladebildschirm wie Stegi, aber das wäre wirklich, das wäre eine zu harte Kopie. Das lasse ich ihm mal. Ja, das sind so die grundlegenden Sachen. Da ich natürlich für PvP-Video, also für diese Art von... Das will ich auch nur beim PvP-Video machen mit dem Intro. Also bei Aura und so wahrscheinlich nicht. Ja. Das ist das Grundlegende, was ich in diesem Video euch fragen wollte oder mitteilen wollte. Direkt im Praxistest. Wie ihr das findet, hier oben mal wieder zu sehen. Ebenfalls mit dem tollen Intro wieder. Back. Und einer Szene davor für PvP. Für Survival Games. Dies, das, jenes. Und ein bisschen mehr Schneiderarbeit vielleicht auch. Je nachdem, was es zu schneiden gibt. Ich würde versuchen, ebenfalls PvP-Videos. Meine Kraft. Endlich über 10 Minuten zu bringen. Nicht immer eine Runde, 7 Minuten, sondern wirklich versuchen, 10 bis 15 Minuten vollen PvP zu machen. Zum Beispiel. Na, ich gehe erstmal Leben regenerieren, ne? Ich renne hier nur rum, ich will Leben regenerieren. Würde ich auch versuchen, so diese Minutenzahl irgendwie hinzukriegen. Von 10 bis 15 Minuten. Wäre eigentlich Knorke, oder nicht? Oder nicht? Also seht das Info, dieses Video quasi als Praxis-Info-Video-Test, ne? Ich habe die Cam auch wieder anders gemacht, dass sie nicht spiegelt oder so. Das ist jetzt auch alles wieder hier normalo. Und so, ne? Und joa, das ist so das Grundlegende, was ich euch mitteilen wollte. So, dann spielen wir jetzt nochmal eine Runde SG. Oder ich probier's, ne? Beziehungsweise ich probier's. Jetzt die Runde davor war ja Katastrophe im Prinzip. Katastrophe. Ja, ne? Erstmal nur... Oh, ich hab keinen Stick. Ich hab natürlich keinen Stick. Oh, wo zum Fick ist der Stick, ne? Nimm doch. Warum hat man nie einen Stick, wenn man einen braucht, ne? Warum? Verstehe es nicht. Verstehe es einfach nicht. Oh, es ist so ärgerlich. Vielleicht ist er da im Wasser noch. Ja. Akzeptabel, ne? Weil da ein Steinschwert drin war. Schnell die Schuhe anziehen. Machen die hier Team oder was ist los?
Wo sind denn die anderen? Hä? Hä? Moment, Moment, ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt, muss mich kurz sammeln. Ja, oh, bloß ab. So. Oh, 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 oh. Was war da? Was war da? Irgendwas macht Geräusche. Bleibt mir weg. Ich muss Leben regenerieren. Immer noch kein Stick, glaube ich. Ich habe keine Zeit zu gucken. Ich werde verfolgt. Habe ich einen Kompass? Nein, ich habe keinen Stick, ne? Nein. Ärgerlich. Ärgerlich. Richtig ärgerlich. Yes. Goldapfel. Da ist Stick, da ist der Stick. Okay, jetzt Ruhe bewahren. In die Mitte und am besten schaffen wir es, jetzt das Schwert zu machen. Es wäre einfach cool. Nice. Einmal noch verzaubern, bitte. Nice. 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 Ich war so konzentriert, aber wir haben es geschafft. Wir haben ein verficktes Dierschwert mit Schärfe 1, Mann. Wir werden jetzt erstmal das DM aufräumen gleich. Das Leben haben nur noch 3, also von daher. Puh, sollte das kein Problem sein, ne? Ha. I can't help. Ah. 10 und 5, 4, 3, 2 und 1. Es geht los. Na, er hat auch ein Dierschwert. Schade Schokolade. Aber das war richtig gut. Das war richtig gut. Der Typ hatte viel besseres Zeug, also von der Rüstungsstand her. Wir haben ihn trotzdem getötet. Magic! Da sind wir wieder. Da sind wir. Bin dumm. Bin dumm. Bin dumm. Dumm, 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 dumm. Ich bin dumm. Sehen wir es ein, Leute. Ich bin dumm. Nice. Wie ich verkackt habe beim Start. Und das gute Zeug nicht rausgenommen habe. Das war irgendwie scheiße. Das war sehr scheiße. Ja, aber jetzt haben wir den dreckigsten Start der Welt. Da jetzt nur was zu reißen, wird extrem schwierig. Sehr, sehr extrem schwierig. Juckt ihn nicht. Juckt ihn nicht. Das juckt den jungen Mann nicht, Leute. Der war an der Truhe. Hau bloß ab. Na, der Ruben. Vielen Dank für die geile Hose. Netter Bengel, netter Bengel. Der Ruben, du. Der Ruben. Der rennt jetzt aber erstmal weg, leider. Der rennt leider erstmal ein bisschen Amok hier. Nicht so geil, ne? Nicht so geil. Der Ruben. Der Ruben. Der Ruben. Immer wieder sagen. Der Ruben. Irgendwann so lange, bis es den Leuten auf den Sack geht. Einfach so lange sagen. Der Ruben. Der Ruben. Der Ruben. Mann, das geht mir jetzt schon auf den Sack selber. Das zu sagen. Das verletzt mich. Das macht mich traurig. Auf jeden Fall müssen da hinten irgendwo Menschen sein. Wir essen erstmal Hähnchen. Das heißt, unsere Ulti ist jetzt aktiv. Ja, ja, ich habe nur ein Holzaxt. Einmal kurz Brille hoch und ihn verfolgen. Und ihn verfolgen. Wir könnten im Prinzip voll die Abkürzung nehmen.
die voll toll war, nicht? Der Jack Luther. Der Jack Luther. Der Jack Luther. Kann ich auch die ganze Zeit sagen. Aber es nervt mich noch mehr als der Rufen. Ach, der Rufen. Ja. Ich würde den gerne töten, ne? Danke, dass du mir den Kill klaust. Danke, danke, danke. Ah. Ist doch traurig. Das Leben am Limit, ne? So erstmal das Hähnchen essen. Toll, jetzt haben wir hier unseren Kill geklaut bekommen. Haben wir so schön verfolgt, ne? Und dann sowas. Und dann sowas. Wäre cool, hätte ich den getroffen, ne? Sollte ich erstmal Leben regieren? Nö. Oh, ich bin zu blöd zum Treffen. Ich sollte doch Leben regenerieren. Hab mich umentschieden. Spaß. Geil. Ah, die schöne. Das ist eine. Kennt ihr die schöne Technik? Ja, ne? Mit dem Bogen umdrehen, ihn hitten und dann direkt angreifen. Das freut jeden PvP-Spieler. Der Typ kann sich nicht gut wehren und wird direkt totgeschlagen. Gegeben. Für mich. Ha. Ha. Ha, okay. Leider haben wir keine Fläschchen oder sonst was, um ein bisschen zu leveln, ne? Haben wir nicht, haben wir nicht. Nicht so geil. Aber irgendwo dort sind Gegner. Obwohl das DM ist in 30 Sekunden. Da ist dann schon genug Party in Not. Der Rufen, ne? Sollte von einem Ohrwurm. Ich habe einen Ohrwurm von der Rufen. Ein enger Raum, ne? Na, GG. So, das war's, Survival Games. Oh. Ah, immer im DM verkackt, ne? Immer im DM verkackt. Das ist traurig. Das ist traurig. Aber das war Survival Games. Ich hoffe, euch hat das gefallen so mit der Minutenzahl, dies, das, jenes. Und wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Und vielleicht mit der Facecam Feedback und dies, das. Ich würde mich auf jeden Fall über Feedback mega freuen. Bis zum nächsten Part zu PvP.